Clemens Arvey ist tot, der Biologe und Buchautor, der sich sehr früh sehr kritisch zur Impfung geäußert hat. Er hat den Freitod gewählt und jemand, der ihn kannte, auch persönlich kannte, hat gesagt, es war dieser Hass und diese Hetze, die einen maßgeblichen negativen Einfluss auf ihn hatten und die auch eine Rolle spielen konnten bei dieser Entscheidung zum Freitod. Ich freue mich sehr, dass ich ihn heute hier im Gespräch habe. Ich schätze ihn überaus auch als kritische Stimme und als Psychiater, der einen medizinischen Blick auf all das hat, was hier geschieht. Raphael Bonelli. Guten Tag, Herr Bonelli. Es kommt der Reitschuss an. Ja, und wir wollen heute sprechen über das, was da passiert ist. Bleiben Sie dran, es wird spannend. Herr Bonelli, jetzt habe ich so viel in der Einleitung gesprochen, jetzt nehme ich mich zurück. Jetzt bitte ich Sie einfach nochmal zu erzählen, was Ihnen wichtig erscheint, wie Sie diese schreckliche Nachricht aufgenommen haben und mit was sie in Ihren Augen verbunden ist. Also in der Zwischenzeit bin ich natürlich schon ein bisschen gefasst, weil das ist jetzt doch schon, glaube ich, 2 Wochen her, dass das passiert ist. Oder es ist schon länger her, aber wir wissen es seit 2 Wochen. Aber am Anfang war ich wirklich total durcheinander. Und zwar deswegen, weil er sich bei mir lange Zeit, und zwar über ein Jahr, immer bei WhatsApp ausgeweint hat. Und ich wirklich beobachten konnte, wie dieser Mann immer mehr verzweifelt, weil er ursprünglich eigentlich ein gefeierter Experte war. Vor Corona war er ein gefeierter Experte. Wurde besonders hofiert von eher den linken Medien. Er hat sich selber als Linker identifiziert. Er hat sich stark gemacht gegen Antisemitismus und also wirklich eine honore Persönlichkeit, obwohl er 12 Jahre jünger war als ich. Er hat mich dann kontaktiert im September 2020. Wir haben uns sehr schnell getroffen und auf ein Bier. Und das war eine nette Begegnung. Ich habe nachher festgestellt, dass er viele andere Leute auch so kontaktiert hat und viele Menschen kennen ihn von 1, 2 Begegnungen, so wie ich. Aber wir blieben dann sehr intensiv im WhatsApp-Kontakt. Da er halt hauptsächlich in Graz war, habe ich ihn nicht so persönlich mehr getroffen und ich war halt in Wien. Und dann ist der Kontakt abgerissen, wie bei vielen anderen auch, und zwar deswegen, weil er versucht hat, das Thema zu wechseln, wie ich jetzt rekonstruiert habe. Und aber in dieser Zeit, von diesem über einem Jahr, von September 20 bis September 21, konnte ich wirklich, also erstens einmal aus dem Gedächtnis heraus, aber dann auch nachlesend, wirklich richtig wieder erschrocken merken, wie hier ein Mensch zerstört worden ist. Und er war am Ende wirklich zerfahren, tief verletzt, auch schon, also fast, am Ende würde ich sagen, paranoid. Er hat Feind von Freund nicht mehr unterscheiden können. Er war vollkommen verzweifelt. Und natürlich gab es dann auch andere Komponenten, die ich jetzt weiß, weil ich habe mit vielen Freunden gesprochen. Ich bin im Kontakt mit der Mutter. Es gab eine Partnerschaft, die nicht gelungen ist. Aber das ist nicht die Partnerschaft, wo er das Kind hat, sondern mit der Mutter dieses Kindes hat er sich eigentlich ganz gut verstanden zum Schluss. Das Kind ist natürlich auch nicht ganz gesund. Da will ich jetzt nicht zu viel sagen, weil das ja auch ein lebender Mensch ist. Aber das hat ihn auch belastet. Aber wie alt ist das Kind? Oder ist es noch sehr klein, mittleren Alter? Ich schätze, das ist jetzt so 8 ungefähr. Aber die Mutter hat mir ein Foto geschickt. Ich glaube, er schaut jünger aus, als er ist. Aber durchaus nicht ganz gesund, sagen wir es so. Aber das, was halt dann am Ende passiert ist, ist, dass er diesen Tod gewählt hat und der Zettel, der in seinem Rucksack war an dem Tag, das könnte man als Abschiedsschreiben identifizieren oder interpretieren. Da steht schon, dass er verzweifelt war, was über ihn gesagt wurde, dass er Angst hat, dass noch mehr gesagt wurde, dass er sich völlig hilflos empfindet, was alles gesagt wurde. Und ich bin wirklich ein Zeuge dafür, was alles Grausliches passiert ist rund um diesen Mann. Und deswegen danke ich Ihnen für diese Möglichkeit, noch einmal ausführlich und in Ruhe über den Clemens nachzudenken.
Mich hat es völlig bestürzt. Man denkt ja dann auch immer gleich an sich, wenn man sowas hört, weil bei mir gab es ja auch Hetze und es gibt viel Hass. Und ich denke, durch die vielen Jahre in Russland bin ich etwas abgehärtet. Und ich denke, ich hoffe, das ist nicht egozentristisch, aber man überträgt das natürlich auf sich dann. Man denkt sich, was das macht. Und ich weiß das auch von anderen Menschen, dass ihnen das ganz massiv zusetzt. Aber wenn dann so etwas passiert, also er hatte einen kleinen jungen Sohn und ich bin selber Vater, da muss die Verzweiflung muss ja enorm gewesen sein. Und ich frage mich, diejenigen, die das Ganze betreiben, diese massive Hetze, sind sich die dessen bewusst? Ich glaube, das sind Menschen, die von sich überzeugt sind, dass sie das Richtige tun oder dass sie das, was sie hier tun, tun dürfen. Sie sehen den Menschen nicht. Und das sehen wir eigentlich bei all diesen Menschen, Hetzen, weil das war eine Hetze. Also Clemens war gehetzt und also ich habe richtig gespürt, wie er sich gehetzt gefühlt hat. Allerdings ist es halt auch so, dass er sich zu sehr damit beschäftigt hat, so wie die Maus die Schlange anschaut und nicht davonläuft. So hat er zum Beispiel in den, ich sage jetzt ein besonders hasserfülltes Blatt, nämlich den Standard, hat in den Standardforen, hat er sich jedes Kommentar durchgelesen und ich meine Standard in Österreich, das ist wirklich die unterste Schublade von Hass. Also die Foren meine ich jetzt, aber nicht nur die Foren, aber besonders die Foren. Und hier hat er jeden Kommentar einzeln gelesen, hat mich dann teilweise angerufen und hat mir geschrieben, weißt du, was die über dich schreiben und über mich schreiben, also es war dann auch über mich. Und tatsächlich haben wir beide sehr unterschiedlich damit sind wir unterschiedlich damit umgegangen. Ich habe immer gesagt, schau nicht so genau hin, Clemens, lies nicht alles, was man über dich schreibt, das tut dir nicht gut. Aber bei ihm wurde es dann immer enger, weil sie haben dann auch begonnen, seinen Verleger zu kontaktieren. Überall, wo er Referate gehalten hat, haben sie kontaktiert. Man hat seinen Institutsvorstand kontaktiert. Er wurde von einer Uni dann als Doktorand nicht genommen, wegen diesen vielen E-Mails, die hasserfüllten E-Mails, die gekommen sind. Er ist dann ausgewichen auf eine andere Stelle und er hat das einfach überhaupt nicht gepackt, weil er sagt, du Raphael, ich bin ein Linker und also meine eigenen Leute jagen mich. Ich kann das überhaupt nicht verstehen. Aber was ihn dann wirklich noch mehr gekränkt hat oder zur Verzweiflung getrieben hat, war eben die Tatsache, dass alles, was über ihn geschrieben wurde, halt dann gesammelt wurde auf Wikipedia. Nicht? Wikipedia ist an und für sich ein sehr gutes und sinnvolles Projekt, wo man sozusagen mit der Schwarmintelligenz versucht, eben Wissen zu rekrutieren, ist aber in den letzten Jahren aus meiner Sicht sehr verkommen, weil es eben, einerseits, weil wir wissen, dass viele Pharmafirmen, da gab es ja schon Skandale, die waren ja veröffentlicht, da mit Geld versucht haben, Artikel umzuschreiben. Das sind Skandale, die vor Corona noch waren. Und dass politische Parteien ganz offensichtlich da drinnen sind und auch sonstige Ideologen. Das heißt, das ist nicht meine Schwarmintelligenz, sondern es ist verkommen zu einem Forum, wer brüllt am lautesten und wer kann den anderen am ehesten vernichten. Und dieser Rufmord, diese Wörter, die gefallen sind, Herr Reitschuster, das war einfach wirklich eine Hinrichtung. Also ich habe das einmal verglichen und ich finde den Vergleich sehr, sehr treffend. Das war eine Steinigung. Jeder hat einen Stein geworfen, der eine größer, der andere kleiner. Keiner dieser Steine bringt um, aber die Fülle der Steine, die können einen Menschen einfach erledigen. Und das ist passiert beim Clemens. Besonders da halt das nicht erledigt ist mit einem Kommentar in irgendeiner Zeitung, sondern dass das verewigt wurde. Und dann ist man auf Wikipedia, also besonders traumatisiert war er von dieser Fiona B. Ich kenne mich bei Wikipedia nicht so aus, aber das ist angeblich eine reale Person, eine Journalistin, die angeblich bekannt ist, sagt man mir. Aber wie gesagt, das kann ich nicht mit Sicherheit. Ich kann nur sagen, Fiona B. und Siesta, diese zwei haben im Doppelpassspiel
haben ihn wirklich fertig gemacht, haben ihm jegliche Kompetenz abgesprochen und haben alles Positive rausgenommen aus seinem Artikel und alles Negative hinein. Das ist sozusagen die Taktik. Zuerst mal alles Positive raus und dann alles Negative rein mit fadenscheinigen Argumenten. Und eigentlich das Korrektiv, das normalerweise besteht bei Wikipedia, hat nicht funktioniert. Eigentlich gibt es eine Regel bei Wikipedia, dass lebende Personen nicht so behandelt werden dürfen. Aber die ist bei Clemens Awe und bei einigen anderen Persönlichkeiten vollkommen außer Acht gelassen worden. Das gibt es meines Wissens in keiner anderen Wikipedia so schlimm wie in der deutschsprachigen. Also auf der englischsprachigen kann man sich sowas nicht leisten, so eine Vernichtung einer Person. Aber dort war es und Clemens Awe war auf Wikipedia auch aktiv, hat gekämpft mit zwei Accounts, soviel ich weiß. Die wurden aber dann, obwohl er immer sozusagen die Wahrheit über sich geschrieben hat, wurde er dann gesperrt. Die anderen konnten weitermachen. Also, und das hat ihn wirklich, also das hat ihn völlig zur Verzweiflung getrieben. Ja, und eben diese unglaublich hasserfüllte Hetze. Ich habe selber ein E-Mail bekommen von einem Arzt, der geschrieben, oder angeblichen Arzt, der geschrieben hat, sehr geehrter Professor Bonelli, bla bla bla, angeblich darf der Clemens Awe in Ihrem Institut einen Vortrag halten. Das ist sehr schädlich für Sie, das würde ich nicht machen an Ihrer Stelle. Das wird Ihnen sehr schaden, weil das ist ein Verschwörungstheoretiker. Und dann habe ich ihm zurückgeschrieben, sehr geehrter Herr Dr. XY, danke für die Information. Könnten Sie das bitte genauer erklären? Weil natürlich Verschwörungstheoretiker ist nicht gut, aber womit begründen Sie das? Und die Begründung war dann extrem dünn und fadenscheinig. Und allein diese Gegenfrage hat man schon gemerkt, dass diese Persönlichkeit ihr Ziel nicht erreicht hat. Weil die wollen keine Fragen gestellt haben, sondern die wollen die Reaktion, die vielen passiert ist, dass sie dann, mein kleiner Sohn, kommt kurz rein, die wollen einfach, dass der Betreffende sagt, sicher ist sicher, weil das ist der Reflex der heutigen Zeit, sicher ist sicher, mit dem wollen wir nichts zu tun haben. Ich habe dann den Clemens auch diesen Denunziantenbrief geschrieben. Es gab hunderte Denunzianten überall, aber gesehen. Und er hat innerhalb von 5 Minuten herausgefunden, das ist ein Arzt, der in einer Pharmafirma angestellt war. Also, das ist das, was ich selber erlebt habe. Ich meine, den habe ich schwarz auf weiß, also im Computer sozusagen. Solche Sachen sind ständig passiert. Und diese Bombeneinschläge kamen halt immer öfter, sozusagen, haben sich immer mehr vermehrt. Am Anfang fand er das noch irgendwie sportlich oder spannend, aber es hat ihn schon getroffen, dass er den ersten Schuss, der wurde abgegeben von Falter hat geschrieben, ist ein großer Vereinfacher und dann kam ein großer... Von wem? Das war jetzt akustisch, wir sind hier im Entwicklungsland digital. Wer hat den ersten Schuss abgegeben, Entschuldigung? Der Falter. Ah, der Falter, ja, das ist auch ein rot-grünes Medium in Österreich. Genau. Das hat den Startschuss gegeben. Zuerst wurde er gelabelt als großer Vereinfacher. Das hat ihn extrem getroffen, weil der Clemens sehr differenziert war und sehr, sehr klar eben Studien zitiert hat, sie genau studiert hat. Er hat sich gut ausgekannt und er hat immer sehr differenziert argumentiert. Er war nicht radikal, er hat nicht übertrieben, aber er war natürlich kritisch und das ist notwendig in der Wissenschaft. Also das war das Erste und dann kam ein langer Artikel im Falter, wo Clemens bezeichnet wurde als Trittbrettfahrer der Pandemie. Zu dem Zeitpunkt hat er noch kein Buch herausgegeben, hat seinen YouTube-Kanal nicht monetarisiert, das heißt, er hat kein Geld bekommen aus dem YouTube-Kanal, aber die Wörter waren dort so geschickt manipulativ formuliert, dass man den Eindruck hatte, der scheffelt Millionen durch seinen YouTube-Kanal und er macht das nur, um Geld zu bekommen. Wirklichkeit ist natürlich anders. Wir wissen heute, dass der Falter sehr viel Geld selber bekommen hat vom Staat Österreich und von der Stadt Wien. Und so hat's begonnen. Und dann kamen die Schüsse, besonders vom Standard,
die ihn besonders getroffen hat, weil er sich da eben emotional und ideologisch zu Hause gefühlt hat. Falter und Standard waren eigentlich seine ideologische Heimat. Er hatte dann auch mit dem Chefredakteur vom Falter immer wieder Korrespondenzen gehabt über E-Mail, die er mir dann auch alle geschickt hat. Die habe ich jetzt erst entdeckt, weil ich hatte gar nicht in Erinnerung, dass ich noch so viele E-Mails von ihm hatte. Und er war vollkommen aufgelöst, dass diese Menschen nicht argumentieren können. Weil das Spannende war, Clemens Awe wurde sozusagen geframed und gelabelt, aber es kam nie ein Sachargument. Herr Reitschuster, das müssen Sie sich vorstellen, der wurde einfach in ein Eck gedrängt und niemand hatte ein Argument dafür. Niemand. Da gab es einen relativ bekannten österreichischen Journalisten, der sich selbst Wissenschaftsjournalist nennt, der hat ein bisschen Physik studiert und der hat einfach geschrieben, Clemens Awe, ganz gefährlich, ein Vollschwurbler. Und das hat er mehrfach wiederholt auf Twitter und am Ende hat er geschrieben, Clemens Awe wird ja von niemandem mehr ernst genommen, alle lachen ihn aus und so weiter. Er wollte sogar eine Corona-Welle nach Clemens Awe benennen. Also das alles Spott und Häme, aber niemals ein Sachargument. Und das ist das Schlimme. Ich habe mit zwei der wichtigsten Professoren in Österreich gesprochen. Eins ist mit Professor Hans-Johannes Huber, der seine Dissertation betreut hat. Und er hat gesagt, Clemens Awe war ein sehr seriöser Mann, also der sehr seriös gearbeitet hat. Seine Bücher strotzen vor Zitaten, vor wissenschaftlichen Zitaten, die er seriös verwendet hat. Und man kann ihn unmöglich Schwurbler nennen. Also Schwurbler ist ja ein neues Wort, das ja bedeutet, man darf nicht über die Argumente des Menschen nachdenken. Das ist ja eigentlich schon eine Art von Propaganda oder eine Art von Manipulation, das Wort. Genauso wie Verschwörungstheoretiker. Aber er war keinesfalls ein Schwurbler. Er hat mit vielen seiner Prognosen und Einschätzungen recht behalten. Heute wissen wir das. Und dann habe ich auch noch mit dem Professor Noe gesprochen, war der langjährige Dekan der Pharmazie in Österreich, in Wien. Also einer der wichtigsten Menschen, der mit Medikamenten umzugehen weiß und der das gelehrt hat ein Leben lang. Und der hat auch gesagt, keinesfalls war Clemens Awe ein Schwurbler. Das bedeutet also, das Labeling, das bei Clemens Awe gemacht wurde, war reine Lüge. Das war falsch, das war reine Lüge. Und all diese Leute, die das gemacht haben, haben jetzt nicht den Mut und die Courage, dass sie rausgehen und schreiben, ich habe mich geirrt, ich habe jemanden schwer getroffen, ich habe jemanden verletzt, ich habe jemanden in ein Eck gestellt, ich bitte um Verzeihung, so irgendwas, das wäre anständig gewesen. Nicht? Also wir haben jetzt vor kurzem sogar im Spiegel einen Artikel gehabt, was alles falsch gelaufen ist in der Corona. Pandemie, wo der Autor sogar geschrieben hat, wir waren alle kleine Diktatoren oder so irgendwas in der Art. Das fand ich sehr menschlich und schön und das hat bei der Aufarbeitung von Clemens Awe vollständig gefehlt. Dieser eine Physiker hat sogar nachgedreht nach seinem Tod und hat geschrieben, der war ein Schwurbler und so, also jedenfalls, und es ist jetzt unanständig, wenn irgendwer sagt, dass das mit der Hetze zu tun hat. Ich kann nur sagen, der Mann wurde extrem gehetzt, er war halt ein sehr sensibler Mensch, er hat sich das alles so zu Herzen genommen. Andere haben eine dickere Haut, aber wir müssen besser nachdenken, was wir sagen, weil Worte können töten. Dass nach dem Tod noch weiter gehetzt wurde, das hat mich besonders betroffen gemacht. Sie haben es ja jetzt schon angesprochen, was geht in diesen Menschen vor? Ist da nichts mehr heilig oder was treibt die an? Also zumindest in dem Moment, wo jemand dann den Freitod gewählt hat und wo der Vorwurf zumindest mal im Raum steht, dass Hass und Hetze da einen wesentlichen Anteil hatten, da müsste man doch erwarten, dass wenigstens dann erstmal zumindest ein Schweigen eintritt. Sie sagten, ja, man kann noch mehr erwarten, eine Reue bin ich bei Ihnen, aber zumindest mal ein Schweigen, aber noch nachzutreten, das ist etwas, was mich zutiefst aufwühlt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also man muss ehrlichweise sagen, der Falter hat geschwiegen, der Standard hat weitergehetzt. Also das ist unterschiedlich, also je nach, glaube ich, also auch charakterliche Veranlagung. Aber natürlich, wenn man so viel Dreck am Stecken hat, dann versucht man das eher mit einem Angriff zu kaschieren, als dass man eben in die
in die Reue geht, weil besonders, also das ist ja, dieses Phänomen ist ja moralischer Narzissmus. Das bedeutet, jemand fühlt sich moralisch berechtigt, andere Menschen fertig zu machen. Nicht? Das ist ein ganz ein mieses und fieses menschliches Motiv, das Böse, das wir alle in uns haben, dass wir glauben, dass manche Menschen glauben, dass sie auf andere runtertreten können, und das ist bei Clemens Arbeit passiert. Das nennt man moralischer Narzissmus. Das sind Menschen, die, wenn man sie anschaut, die selbstgerecht sich selbst darstellen als besonders liebenswert oder respektvoll, und dass sie eintreten gegen Intoleranz und für Pluralismus und alles Mögliche, aber in ihrem Leben und besonders in ihren Worten eben genau das Gegenteil machen. Herr Dr. Bonelli, darüber möchte ich mit Ihnen noch in einem zweiten Teil ausführlich reden, weil ich auch in Ihrem Buch darüber gelesen habe. Das hat mich hochgradig fasziniert. Ich glaube, das erklärt viel von dem, was wir heute erleben. Da würde ich Sie bitten, das jetzt noch kurz aufzusparen. Das machen wir im zweiten Teil dann. Und jetzt noch mal kurz zurück zu Clemens Arvey. Was mich betroffen macht, gibt es irgendwelche Versuche, dem Kind zumindest zu helfen, oder kann man irgendetwas, ja, der erste Drang ist ja, man will versuchen zu helfen, ihm kann man leider nicht mehr helfen. Gibt es vielleicht irgendeine Stiftung für das Kind oder irgendwelche Versuche, da irgendetwas zu tun, weil das ist ja unerträglich, also dass da jetzt dieses Kind aufwächst und den Vater nicht mehr. Das freut mich sehr, dass Sie mich darauf ansprechen. Wir von unserem RBB-Institut machen eine Sammlung für den Sohn, weil es da finanzielle Nöte gibt. Ich weiß noch nicht, wie viel ich sagen darf von der Mutter her. Ich bin mit der Mutter im Gespräch. Wahrscheinlich werden wir einfach die Kontonummer von der Mutter mit einem Spendenaufruf auf unserem RBB-Kanal auf YouTube eben publizieren, und die Leute können dort dann spenden. Ich habe schon einmal angedeutet oder angekündigt, dass ich das machen werde. Aber ich habe von der Mutter noch nicht die Kontonummer bekommen, und wir wollen das nicht auf unser Konto bringen. Nein, um Gottes Willen. Sondern das wollen wir direkt zur Mutter von Clemens Arvey, und die wird das dann weiterleiten an ihren Enkel. Also, aber danke, dass Sie fragen. Es gibt eine Notwendigkeit, weil finanziell die Dinge nicht geregelt sind. Sobald wir diese Kontonummer von Ihnen bekommen, werde ich sie dann unter dem Video auch noch einfügen. Das kann noch dauern, vielleicht nicht gleich, aber wenn Sie das Video anschauen, noch nicht unten finden, die Kontonummer, die wird auf jeden Fall noch ergänzt, solange ich sie bekomme. Und dann die letzte Frage für diesen Teil, weil es wird ja noch sehr traurig, spannend, interessant im zweiten Teil. Wenn jetzt jemand eine ähnliche Situation hat, und ich erlebe das ja auch, ich bekomme ja viele Briefe, ich weiß es auch von Kollegen, die massiv beschimpft werden, die massiv diffamiert werden. Sie sind ja Psychiater. Was kann man den Menschen selber raten? Was kann man Leuten wie mir raten, die damit konfrontiert sind, dass ihnen Leute das schreiben? Wie kann man versuchen zu helfen? Wie können die Menschen sich selber versuchen zu helfen? Ich glaube, man muss sich klar machen, also gerade in der Begleitung von Clemens, aber er war nie mein Patient, er war einfach mein Freund oder Wegbegleiter oder wie auch immer ich das nenne, ist mir klar geworden, der größte Fehler ist, wenn man eben hinschaut wie die Maus vor der Schlange und erstarrt und sich einfach jeden hasserfüllten Kommentar durchliest, den die Menschen so schreiben. Aber ich appelliere noch einmal an alle, die hasserfüllte Botschaften schreiben. Hass ist keine Kleinigkeit und Hass bringt Menschen um. Worte können töten, und das sage ich auch an die vielen respektlosen und verantwortungslosen Journalisten, die den Clemens Arvey gehetzt haben, ohne fachliches Wissen noch dazu. Ich wiederhole das, ohne fachliches Wissen. Fachleute sagen, er hat sich nicht geirrt oder jedenfalls nicht häufiger als die großen Experten, die abgefeiert wurden. Und trotzdem wurde er extrem in ein Eck gedrängt. Und das ist unmoralisch und das ist unappetitlich und das ist tödlich und das darf nicht mehr sein. Aber zurück zu Ihrer Frage, man darf nicht so genau hinschauen und das Leben geht weiter. Beim Clemens war es halt so, wenn ich das jetzt mit mir vergleiche, bei mir sind ja, Ihnen sind solche Sachen passiert, mir auch sind solche Sachen passiert, aber ich habe Gott sei Dank eine stabile Familie, ich habe 5 Kinder, ich kümmere mich so viel auch um meine Familie, dass
ich einfach nicht im Computer lebe oder im Internet. Der Clemens war halt viel allein. Er hatte eben zur halben Zeit seinen Sohn, immer eine Woche, und dann hatte er nicht. Und besonders in der Woche, wo er nicht hatte, glaube ich, ist er, da hat er halt zu viel geschaut und hat schon geglaubt, dass er das ist, was da drinnen steht alles. Und es wurde ihm ja wirklich noch einmal auf Wikipedia, das hat ihn am meisten belastet, weil es eben permanent war. Es wurde ihm jegliche Kompetenz weggenommen. Am Ende, glaube ich, stand dann Landschaftsgärten oder irgendwas. Genau. Nur damit klar wird, der Mann darf nichts über die Impfung sagen, weil er darf nichts darüber wissen, weil das ist sozusagen nicht erlaubt oder nicht erwünscht oder das ist nicht einmal denkbar, nicht? Also man hat ihm wirklich, das sind Methoden der Propaganda und der Manipulation, man hat ihm jegliche, Brunnenvergiftung heißt es, man hat ihm jegliche Kompetenz abgesprochen, damit man sich nicht mit seinen Argumenten beschäftigen muss. Ja, eine ganz, ganz traurige Entwicklung, die leider auch stark verbreitet ist. Also der Rat von Dr. Bonelli als Psychiater, auch nicht darauf konzentrieren, versuchen nicht wie die Schlange auf das Kaninchen zu schauen und dann im Zweifelsfall mal die Kommentare eher nicht zu lesen. Das ist auch mein Motto, ich könnte es auch gar nicht mehr. Genau, weil Clemens Abe hatte genauso wie Sie oder ich, er hatte ja auch viele Follower, viele Freunde, viele Fans. Ich merke das jetzt, ich kriege so viele Zuschriften. Ich versuche sie alle zu lesen, aber es geht fast nicht mehr, weil ich meine, die Leute waren von ihm begeistert, verzaubert, dankbar sind sie extrem. Viele wollen spenden. Natürlich beim Begräbnis, das war im kleinsten Kreis, aber also er wird in die Geschichte damit eingehen und er hat einen Platz in den Herzen der Menschen. Und das kann man von vielen seiner Gegner nicht sagen. Die haben keinen Platz in den Herzen der Menschen. Das sind einfach schlechte Menschen, die hetzen und die sich noch dazu gut fühlen und als bessere, als überlegene Menschen. Und das ist einfach diese Menschenverachtung. Das ist wirklich, also ich glaube, es ist wichtig, dass wir das einmal öffentlich machen, dass das, das ist kein Kavaliersdelikt. Also dieses Lügen der Journalisten oder gerade so an der Grenze des nicht klagbaren Daherschwurbeln, sage ich jetzt einmal, das hat eine extreme Bosheit. Bei diesem Artikel im Standard, im Falter, den ersten, sieht man genau, dass sie das so, die Autorin das so gedreht hat, dass es gerade nicht anzeigbar ist. Also dass gerade ein Rechtsanwalt nichts daraus drehen kann. Aber dass der Ruf, dass der Clemens total angepatzt war, schon beim ersten Mal, so auf die Art, er ist nur geldgierig, es geht ihm nur um die Kohle, der will damit reich werden, das ist ein Trittbrettfahrer. Und Trittbrettfahrer, genau das Zitat, liest man von dieser Autorin, liest man ja bis heute auf Wikipedia, wenn es nicht heute oder gestern geändert wurde. Unfassbar. Ein Anliegen habe ich jetzt noch, weil wenn wir über Freitod berichten, dann ist es immer, besteht die Gefahr, dass manche Menschen sich angeregt fühlen, und deshalb die große Bitte, wenn irgendjemand von Ihnen solche Gedanken hat, bitte wenden Sie sich unverzüglich an die Telefonseelsorge. Ich werde auch unten nochmal die Telefonnummern verlinken. Also die große Bitte, wenn Sie irgendwelche suizidalen Gedanken haben, dann bitte nicht alleine damit bleiben, sondern unverzüglich Hilfe suchen und bei der Telefonseelsorge anrufen. Ich denke, das werden Sie als Psychiater auch nochmal bekräftigen. Lassen Sie mich verstärken. Es gibt Situationen im Leben, wo man glaubt, dass das Leben nicht weitergeht, dass alles verloren ist, dass man verzweifelt ist und dass es keine Lösung gibt. Meine Erfahrung mit vielen Menschen, die sich das Leben nehmen wollten, aber es überlebt haben aus dem einen oder anderen Grund, ist, dass fast alle froh sind, dass sie überlebt haben. Also es gibt zwar Menschen, die es dann noch einmal versuchen, aber sehr viele versuchen es nicht noch einmal, sondern freuen sich, dass sie das Geschenk des Lebens zurückbekommen haben, weil sich Probleme auflösen. Beim Clemens zum Beispiel, hätte er noch ein bisschen gewartet, hätte er gemerkt, dass der Wind dreht und dass man ihm wieder Recht gibt und dass er jetzt nicht eine Paria ist, mit der keiner mehr redet, sondern ganz im Gegenteil. Ich würde sagen, in einem halben Jahr oder Jahr wäre er ein gefeierter Experte gewesen. Also nochmal, an dieser Stelle nochmal möchte ich meinen Hut ziehen vor ihm, vor seinem Mut, leider jetzt postum, vor der Herzenswärme und der Herzensgüte, die er auch hatte, und vor allem, wie gesagt, diesem Mut und dieser Courage. Es ist ein unwiederbringlicher Verlust und mein tief empfundenes Mitgefühl mit den Angehörigen. Möge er in Frieden ruhen. Es fehlen einem die Worte.
Da haben Sie recht. Ja. Ja, und wir müssen leider, wir müssen es, da sind wir auch ihm schuldig, weitermachen. Wir setzen dieses Gespräch jetzt fort. Das werden Sie dann in einem zweiten Teil sehen, weil man muss ja auch fragen, wie kommt es dazu? Um das zu bekämpfen, muss man ja nach den Ursachen suchen. Und da hat Herr Dr. Bonelli ganz, ganz interessante Ansätze und Erklärungsweisen über diesen moralischen Narzissmus, der auch hier dahinter steckt. Bleiben Sie dran. In wenigen Tagen werden Sie diesen zweiten Teil des Interviews dann hier auch auf meinem Kanal sehen. Vielen Dank fürs Zuschauen und ja, so traurig heute nochmal ein helles Andenken, wie man in Russland sagt, für Clemens Arvai. Alles Gute. Vielen Dank Ihnen, Herr Dr. Bonelli. Dankeschön. Reitschuster.de